zurück zu Visera Clean Up the Town. Da ist der andere Dude. Hallo, hallo. Ja, lang ist her. Vielleicht kennt ihr das Spiel noch. Vielleicht, ja, kennt ihr uns noch. Meine Handschuhe glänzen so schön. Ja, guck ja. Mal. Oh. Zeichnete da drauf so schön. Das geht der massiert. Dreh dich mal um. Ja, der massiert gerade den Rücken. Merkst du das? Guck mal an die Finger. Die bewegen sich ganz wie bei einer Massage. Der ist so richtig heiß auf Putzen. Ah. Ich kau dir gerade die Nippel. Warte, ich versuche zu kneifen bei dir. Nein. Au! Pfui, bäh. Nein. Nicht kneifen, aber nie schauen. Ja, Leute, wie ihr seht, viel passiert es nicht. Ja, ist auf jeden Fall auch schon ein paar Tage her, als wir überhaupt bei Visera hier zu sehen waren, ne? Wie man sagt. Ja. Gewisse Schwierigkeiten, das aufzunehmen. Aber wir haben das Problem lösen können. Endlich mal durch Zufall, wohlgemerkt. Ja. Oh ja. Schön. Der hat schon länger nichts mehr gegessen. Und nun können wir endlich unsere finale Map weiterführen. Wuppi. Ich habe eine Kerze, falls sie langweilig ist. Auch gerade nicht. Ich habe gerade einen Kumpel. Der ist zwar nicht mehr gut. Aber der macht Späne. Ja. Knochenmehl ist ja bekanntlich ein guter Dünger. Ja. Oh Scheiße, jetzt haben die Zuschauer noch was gelernt hier. Leute, das war nicht so gemeint. Vergesst das schnell wieder. Wir haben keinen Bildungsauftrag. Definitiv nicht. Nein. Und definitiv nicht in diesem Let's Play. Das wollte ich auch gerade sagen. Definitiv nicht bei bisher. Da haben wir so einige Aufträge, aber nicht das. Zu schockieren. Ich bin ja schon verwundert, dass wir Putzen überhaupt als Auftrag annehmen. Aber nur online. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Kein normaler Mensch putzt doch zu Hause frei. Mit zu Hause ich ja mein Personal für. Ja, genau. Du musst das einmal mal ins Schloss legen. So, nicht anders. Wir haben keinen Rasen, wir haben roten Teppich. Ja. Blauen Kunstrasen. Ja, folgender Plan ist, haben wir ja, folgender Plan. Also wir haben eigentlich nicht so viel Plan, dazu sagen. Also eigentlich war unser Plan, heute die finale Map in einer finalen Folge zu beenden. Dadurch, dass das Haus aber doch ein wenig größer ist, plus da hinten noch dieses, ja, ich weiß auch nicht, Sommerhaus da, keine Ahnung, Sommerhaus im Garten. Das dauert auch noch, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, da waren wir auch nicht fertig. Weil kann ich mich nicht an fertig erinnern. Nur an fertig essen habe ich hier sonst. Ja, daran kann ich mich erinnern. Ihr dreht da erstmal eine Dose. So, und ja, werden wir wohl unsere finale Folge auf zwei Folgen aufteilen. Also wird das die finale vorletzte Folge. Damit ihr erstmal fett im Bilde seid. Möchtest du Fleischklößchen mit Sahnesoße? Ja, ich schon. Dankeschön. Ja, gib, Dankeschön. Mampf. Erste. Liebe Getausch, weg damit. Hack die Hand ab, Wasch sie ab, schnell. Oh, wie Gemüse. Pineapple Peas. Schon wieder so Obst. Vitamin-Scheiß. Meine Fresse, haben die auf den Zweiten Weltkrieg gewartet? Auf den Dritten, meine ich? Ach ja, mit wieder Meatballs. Ja. So. Wenn das zu blasch ist, habe ich noch Chili. Ja. Unser Ding ist durch mich voll. Unsere Konservendosensammlung. So. Wieso haben wir keine Bälle hier? Da hätten wir schön so ein Dosenwerfen-Ding bauen können. Du bist doch so ein Schisser. Hier. Ah! Ein fliegendes Klopapier. Da krieg ich gleich Angst. Da brauche ich gleich welches. Boah.
Ja, und einen ebenbürtigen Nachkommen hier von Lucera haben wir allerdings auch. Ja. Die Aufnahme kann eventuell noch ein paar Tage Zeit in Anspruch nehmen. Aber es kommt, wir haben es nicht vergessen. Auch wenn es so aussieht, als ob. Auch wenn es so aussah, als ob es uns gleich mehr geben würde. Uns gibt es immer. Immer. Wir haben ja nur so ein, zwei Tage was ausfallen lassen. Also eigentlich gar nicht der Rede. Aber das war alles nicht mit Absicht? Das war alles... Das Leben. Ja. Die Arbeit und die ganzen anderen Sorgen, was man so hatte. Ein Ding, dass wir überhaupt letzten Samstag. Wir haben den Stream gemacht bei Dauerfrei. Ja, und der lief einfach frei. Ohne Schlüsselfälle, ohne Probleme. Boah, was ist das? Da hast du was verpasst. Da war nämlich Darm drin. Nee. Aber das Schiri hat auch ganz schön geflasht. Das hat auch durchgehauen? Ja, das hat ganz schön Matsche gemacht hier. Aber wir wollten das ja für ein Special aufheben, Mann. Das können wir doch nochmal machen. Machen wir ein Bier-Eis-Special. Ja, yeah. Real Life. Das wäre Poop-Special. Dame-Charm-Special. Genau, jeder isst so eine kleine Packung Eis, 52er und 6er Bier und dann fahren wir Trampolin hüpfen. Wer zuerst rausfliegt, hat verloren. Ja, wer zuerst auf Trampolin geht. Zuerst lebenslanges Hausverbot in Trampolin wird, kommt. Ja. Ja, bei Flip Out in Rostock. Jetzt keine Werbung machen. Alles loslassen in den Kletterturm-Dingsbogen. Und dennoch komplett durchklettern. Wenn alles so tropft und. Oh ja. Da kommt da keine Mokelklatsch, weil die alle abrutschen, weil sie blipschig ist. Okay. Das wird ein Spaß. Ja. Für jung und alt. Und ich will auch so einen Mob. Dann machst du zweimal am Bad, wusch, wusch und schon ist alles sauber. Voll geil, vor allem so andutschen. Ja. Nicht mal wischen, was er da macht, das ist ja nicht. Oh, Eishockey. Wow. Apropos Eishockey, Airhockey könnte ich auch endlich mal wieder spielen, ey. Ja, den Bock, er geht vor. Und. Tor! Ey! Foul! Handspiel! So. Oh. So, Die alten Mann spielt bei Ketten. Nee. Na gut, machen wir das. Ich würde sagen, wir haben 8-Stunden-Special. Ja, 8-Stunden-Finale. Nee, du hast mein Ohr geklaut, was das war. Das sah nicht aus. Leih mir dein Ohr, liebe Powerbrüste. Gerade aus wie ein anderes Körperteil. Dann leih mir das nicht. Kleiner Typ, männliches Körperteil. Also meins kann es nicht sein. Ich habe immer noch Rücken, also werde ich noch komplett. Nope. Oh, Hardcore Moppen. Okay, wenn man da ein paar Leichen hat, dann sollte man vielleicht mal seinen Keller wissen. Wir sind so gut. G-U-A-D. Wie ein großer YouTuber gesagt hat. TH. Vorsgesicht. Die Bohle ist fertig. Ja. Oh, das wäre bestimmt schon rot. Achtung, hier Fischer. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir einen Wassereimer. Und das Treppenhaus übrigens wieder. Warte einmal. Vorsicht, ich komme hier gerade raus. So, jetzt.
So. Bitte schön, liebe Nachbarn. Rot und bunt, alles war dabei. Du hast das männliche Körperteil verloren. Was soll das? Das ist so ein gesaugtes Teil, ne? So wie sich das gehört als ordentliche Nachbarn. Nicht nur meh, nein, nein. Wir schrädern auch. Alles durchschrödern. Hast du noch einen Wassereimer mitgenommen? Jawohl. War auch dein Wunsch. Ich nehme auch einfach mal einen mit. Okay, ich glaub, den brauchen wir gar nicht mehr. Nur ein Wassereimer sind hier absolut ausreichend. Bestimmt. So. Mit dieser Buggy-Tür. Hat sich ausgesektet hier, oder was auch immer das hier war. Ritualisiert. Ach da. Oh, okay. Ja, so ein, zwei Räume haben wir ja noch, die man sieht. Ne? Wenn du irgendwo an den Eimer macht Dings, wollte ich gerade sagen, Medi macht Dings bis, stehe ich der Name nicht ein. Wir haben echt schon lange mehr gespielt. Ich brauche mal eine Laterne unten im Keller. Ach du meinst, die Kid macht Dings. Ja genau, Medi, die Kid macht Dings. Ja, da bin ich. Ich bin oben gerade im Haus und frische. Ja. Beziehungsweise stupse, es ist kein Stupsen. Wie die Kitties bei FIFA. Aber es gibt. Es gibt kein ähnliches Spiel, ne? Wie bisher, meinst du? Ja. Sehr viel. Es gibt doch mal von jedem Spiel noch mindestens 1000 andere. Mindestens! Außer es sind irgendwelche Battle Royale Spiele, so, dann gibt es natürlich nur eins, aber. Ja. Aber so. Entschuldigung. Warte. Wir brauchen hier so eine Spiegel für die Kurve. So. Warte, ich nehme, ich habe. Okay. Ich hab's dann mit dem anderen abhängig. Ich nehme, ich habe. Ich habe und nehme. Da hat es gerade mit den Eimern Boom gemacht. Ups. Du hast ihn gerade aufgeschickt? Na, in dem Sprüher. Okay, ich dachte schon. Ja, sauber machen. Oder vor dem Sprüher ist alles egal. Im Sprüher, vor dem Sprüher. Nee, nee, nee. Irgendwie ist da eine Kante hängen geblieben vom Schröder. Och nö, Matschi. So, der Stuhl hier oben ist immerhin gleich der Liebe. Der ärgert mich. Ab, ab, ab. Noch ein Eimer rein im Kopf. Der Eimer, der ist ja schon leer. Was da drin? Das macht die Arbeit richtig schwer. Op, op, op. Ich hau dich jetzt am Kopf. Da ist der eine. Nein, 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 nein. Jetzt aber gut. Das war nicht mal beim ersten Mal los, die eine. Also. Bleib geschmeidig. Badezimmer. Badezimmer. Ja, nö, wird das. Im Nachhinein dreckig. Macht doch keinen Spaß. Mehr. Ja, eben. Deswegen ja, nein. So. Dann soll ich mir auch ein neues Ämerchen holen. Miau. Und. Miau. Um die Ecke miaunen. Ja, einmal durch miaunen. Da. Und reingemiauen. So, dann gibt's da ja noch einmal. Und hm. Ach, hier wird ein Bad drin, okay. Viel Spaß, ihr beiden. Badi, badi erstmal, ihr seid dreckig. Gut, ich nehme mal neun ein. Guck
kann man hier Wasser aufdrehen? Ah, diese Kacke. Wasser geht nicht. Ich wollte dir mal noch eine Baderunde bescheren, ja? Das Ganze voll, gell? Ich nehme den Jungen und du nimmst das Mädchen. Ja. Aber ich möchte den Jungen. Okay, Junge liegt. Bedarf. Londi, lass dich doch nicht so hängen, Londi. Hast du ihn gerade irgendwie Treppe runtergeworfen? Nee, ich habe ihn runtergetragen, aber weil ich nicht alles dreckig machen wollte. Aber letztendlich glaube ich, wir sind aufs Silber rausgekommen. Hey, ich will meine neue Freundin nie wegwerfen. Stehst du auf mich? Mhm. Nur die Zeit. Lol, ich bleib in der Wohnstube hängen und in der Küche gibt's einen Fleck. Ja, das ist ja wohl normales Verhalten. Entschuldigung, Nachbar. Die war schon tot, glaube ich. Jetzt auf jeden Fall ist sie geil. Aber da oben waren noch mehr Leichen, oder? Deswegen macht es doch keinen Sinn, hier großartig zu wischen. Ich glaube ja. Ich glaube, in dem Raum, wo ich reingegangen bin oder gerade rein wollte, waren, glaube ich, auch welche. Ah, die liebe Powerbox ist auch schon eigentlich erwischen. Ja. Ich sehe. Oh, das Bad ist clean. Nö, ich habe nur einen Karton gefunden. Wie, hier gibt's Kartons? Ja. Das ist nicht erwartet. Nö, noch Karton. Oh! Ey, warte mal. Du kannst ja auch in den Toiletten dein Wasser aufwischen. Dein Mob. Ihr Klowasser, Klowasser, Klowasser! Dann hast du doch aber das Blut im Klo. Das nee, der war ja schon, der war ja schon sauber. Ich wollte nur wissen, ob es futsch macht. Und ich habe kein Blut im Stuhl. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Und auch nicht im Klo. Ja. Außerdem kann man spülen hier sogar. Hier genau das Blut, das so. Das fühlt sich krass. Liebe Powerwitzel. Du kannst ja auch spülen. Echt? Ja, hörst du? Ja, ja. Ist doch total. Wieso das? Total, ja. Aber es ist auch die erste Mal, wo wir eine Klospülung getätigt haben. Ich glaube, es ist die erste Mal, wo wir ein Klo haben, oder? Nee, nee, nee. Wir hatten auch ein Bürogebäude und so mit Klo. Haben wir da überhaupt die Klospülung ausprobiert? Gute Frage. Weiß ich nicht. Muss ich jetzt testen? Ja. Oh, der Eimer ist schon wieder drin. Ich nehme keinen Eimer mehr, ich habe jetzt mein Klo. Ja, ich wollte schon sagen, die letzten 10 Minuten wird der TZ am Spülen verbringen. Wie sonst auch immer nach jeder Hafenparty. Aber dann wäscht ihr ja gleich die Haare mit. Lol, bis ich die Mob dreckig sauber habe, ist es schon wieder dreckig. Komm. Ja, so ging es mir gerade um Schlafzimmer. Nein, ich glaube nicht. Ich muss jetzt nicht mehr dreckig. Wer hat denn da mit wem geschlafen? Hm. Diese scheiß Türen hier! Ich. Ja, du? Also, du hast Klo sauber. Das ist schön. Ich hasse dich aus. Ich hasse dich. Der Mob ist durch. Ich brech die Geige durch. So. Nochmal Wasser einmal. Da war Wasser drin, ja. So. Dann du kannst den Klodeckel aufmachen und spülen. Ist ja nice. Ja, was war eine Haustechnik hier?
Ich probiere noch was anderes aus. Komm mal mit, du Dame Charme. Ich habe einen neuen Weg für dich. Du willst jetzt ein Stück Dame unterspielen, habe ich gesehen eigentlich. Oh, ich habe sie reingeschafft. Brauchen wir eigentlich auch noch eine genau, okay, Kiste. Nope. Da nicht mal raus doch. Aber der ist Klo da getroffen. Ich meine sauber. Hey, du mal tapsen, hast ja. Ja, Mann. Dreck pushen. Sag da blöd. Gott, dann blöd. Zappalot doch mal. Genau, Zappalot, das war das Wort, auf das ich nicht habe. Dafür hast du ja nicht deine Gehirnhälfte. Oh Gott, meine Gehirnhälfte. Du meine Gehirnhälfte bist, liebe Powerbrezel. Oh, Karton! Das kommt nicht. Karton gefunden. Karton. Nasche! Das war ja nicht toll. Bin zutiefst enttäuscht von dem Karton. Ich dachte, du machst mehr direkt. So, jetzt habe ich hier schon wieder so ein männliches Körperteil. Der Dame ist weg. Auf zum Klo. Sieht mir auch immer, wenn ich drin liege. Mann. Mir war doch, dass an der Decke auch noch ein kleiner Spritzer war. Kleiner, ja. Minimal. Boah. Oh, mach wieder Platz. Ja. Ich verliere sowieso die Hälfte, glaube ich. Also, ja. Ich bin folge den Damen. Oh. Ja. Oh Mann! Ich wusste, warum ich dieses Spiel so lange nicht spiele. Ach, da ist noch eine Alter! Kiste. Ich hab dich gar nicht. Ich spüle dich das Klo runter. Ich hab jetzt so einfach Feierabend hier. Ich hab den Scheiß. Mist. Hör auf mit mir zu spielen. Aber es ist das erste Mal, dass das Klo wirklich funktioniert. Sag nett. Oh. Ja, nie. Mann. Warum auch eine Vase wegbringen, wenn man sie auch in Einzelteile wegbringt? Versteck dich, ich hab ein Skelett. Fettleibigen gefunden? Ja. Komm mit, Digga. Du fette Sau, blockiert dich natürlich die Tür. Kann man nur fett sein. In der heutigen Gesellschaft. Ey, wieso hebt ihr denn jetzt die Kiste nicht gerade an? Ich hab meinen Fetten verloren. Ach, da oben. Die Kiste jetzt. Ja, hab die Fetten. Nee. Also bisher sollte auf jeden Fall mal zu Grünze genügen. Ja, der Fetter hat auch nicht Schnipsels gemacht. Gott. Vorsicht. Treppengeländer. Wie ein Ninja, lautlos bewegt sie sich durchs Haus.
Naja, bis auf die total klappernde Küste. Ja, und auch sonst diese leicht motorischen. So, jetzt ist hier alles wieder eingesaugt. Aber fein gemacht, würde ich sagen. Ja. Achso, ja, neue Küste. Ja, auf jeden Fall geben wir uns Mühe, dass nächste Woche denn auch die finale Folge kommt. Yeah! Wir sind sehr... Ich bin pessimistisch, muss ich ehrlich sagen. Ach, warte. Weil die Powerbolts so rumsaugt hier. Ich mach hier gar nichts. Gar nicht direkt. Bin voll die Spitzenputze hier. Kannst du dir nicht nur eine Scheibe abschneiden, sondern einen fetten Kanten, Alter. Alter. Ja, Alter. Alter, dicker Alter. Auch noch dicker. Oh, guck, ich hab meinen Namen gefunden. War der falsche Nachname, Alter? Oh, nein. Ich komme. Ja. Wo ist das Klo? Oder sie merkt, Buggy ist Kopf. Ja. Weil sie mit dir spielen. Tschüss, Nancy. Funktioniert das überhaupt mit dem Runterspielen? Nicht mal das Klo will den runterspielen. Das kann nur an dem Namen liegen. Oh ja. Ich lasse mich von gar nichts unterkriegen. Na, mal sehen, was der Schredder dazu dann zu Nancy Langkamp sagt. Ja. Ich bin noch nicht untergekriegt. Du bist offiziell beim Nachbarn. Cool. Die sind eh viel cooler als du. Ist ja auch nicht meine Hütte hier, liebe. Ist egal, aber. Ich... Außer habe ich dir gar nichts getan. Oh. Nicht diesen. Und ob. Ich bin jetzt nicht fleißig, oder? Und fleißig. Versuchst du, quasi auszusehen. Ja, das bleibt aber wirklich hart beim Physik. Hart. Hab versucht, such. Fleißig. Ey, die Decke war mein Job. Ja, na da. Ja. Siehst du mal, wie kacke du deinen Job machst. Also hier sind 100.000 Spritze überall. Ups. So. Guck mal, so einen Müllsack, dann können wir den reinpacken, gibt's keine Flecken. Nee, wir haben keinen Müllsack. Boah, sind die? Nein. Eine Waschbecken. Gar nicht. Und da war auch noch eine Strecke. Heute kommen wir ja auch mal so ganz langsam zum Ende. Ja, genau, ich bring Duke noch zum Schredder. Der will wissen, was er nachher macht und dann... Ja, ich bring dann die Kiste hier dann noch einmal zum Schredder. Oh, der schreddert immer noch. Bitte, Nachbar. Mahlzeit. Und nicht alles auf einmal essen. So. Ja. Mahlzeit. So, dann ist das Schlafzimmer ja auch fertig, würde ich sagen. Was ist das denn für eine Blutlache? Boah. Vor dem Schredder? Nee, eine Küche an der Wand. Ja, weil wir mit gegen wieder in allen Winkern. So, dann kommen wir noch mit den Kistchen. Das hier machen. Zack. So, jetzt gucke ich noch mal einmal ins Schlafzimmer rum, ob wirklich alles fertig ist. Jop. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dann kann die Tür nämlich zu. Um die Ecke hier. Miau. So.
Wo ist denn der alte Mann wieder abgeblieben? Der beleuchtet, der beseitigt noch die Spuren von seiner Dude-Tour. Also. So, aber es scheint alles recht zu sein. Ja, Leute, in diesem Sinne, ich mach mir Kim auf dem Sofa. Ja. Du stehst auf der Linie, Fräulein. Das darf man nicht. Jetzt besser, ja. Lava! Oh, ab! Ja, toll, ich so. Juhu! Und da. Ich mein Sessen. Ich hab ja Lava-Schuhe. Hast du gar nicht. Ich hab voll die Lava-Gummischuhe. Na wohl, ja. So, Leute. Das geht jetzt noch eine Stunde. Aber euch wünsche ich mir schon mal einen schönen Start in die Woche. Kann man das so sagen? Start in die andere Hälfte der Woche. Ja, quasi. Ja. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn wir hier das Finale einläuten, damit auch dieser Tag für was Neues frei ist. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Alles klar. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.